Herzlich willkommen zu Mutig, Anders, Unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Hallo, hier ist der Walter Stuber. Heute mit dem Thema die Hemp-Methode. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir machen die schon jetzt seit einigen Jahren. Nicht nur, dass wir Geschäftsführer die ausfüllen, sondern wir geben die auch unseren Mitarbeitern. Und da werden verschiedene Erfolgsfaktoren angeschaut. Zum Beispiel der Teamchef. Gibt es also dann insgesamt 7 Handlungsfelder und die Note 6 bis 1. Man kann mal hier den Bogen so sehen. Ja. Und das ist wirklich interessant. Also es gibt dann Erwartungen des Kunden, Mitarbeiter und Prozesse. Und unsere Mitarbeiter füllen also diese Bogen auch aus und sagen, ja, manchmal tun wir uns da ein bisschen schwer. Und dazu gibt es natürlich dann auch Aktionspläne. Wie kann ich mich verändern? Was muss ich tun, dass ich in die nächst bessere Note komme? Und wir machen dann für uns kontinuierlicher Verbesserungsprozess und machen dann Aktionspläne, wie wir uns verbessern. Und der Dirk Eckert, mein Gesellschafter, hat sich jetzt so eine eigene Bewertung für sich mal gemacht. Und ich habe das für mich gemacht und wir sind beide ziemlich gleich rausgekommen in den einzelnen Aktionsfelder wie Mitarbeiter oder Prozesse. War es natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber es war hochinteressant, dass wir uns beide, er hat sich die Firma ein bisschen besser eingestuft, ich ein bisschen schlechter, also unwesentlich, ja. Aber wir haben immer noch gesagt, wir liegen bei 2,5. Und ich finde, 2,5, da können wir noch kräftig arbeiten daran. 1,0 werden wir vielleicht nicht schaffen, aber wir können uns sicher auf 1,5 hocharbeiten die nächste 1-2 Jahre. Und das finde ich schon ganz gut. Wir haben die Prozesse schon ganz gut im Griff. Wir haben ganz viel automatisiert im Unternehmen. Wir müssen, oder ich persönlich muss noch am Teamchef arbeiten. Die Kundenbeziehung ist bei uns sehr gut, ja, und bei den Mitarbeitern sind wir auch schon sehr gut unterwegs. Und ich kann euch das empfehlen, ihr könnt es bestellen bei der Firma Tempus Consulting. Die sind jetzt nicht mehr in Gingen, sondern seit neuestem in Heidenheim, ja. Aber die Internetadresse heißt temp-methode.de, da könnt ihr euch das bestellen. Und ich kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Wir machen das jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren, diese Temp-Methode. Jedes Jahr schauen wir mal kurz mal an. Wir brauchen ungefähr 15 Minuten, um das durchzuarbeiten. Und es bringt euch unwahrscheinlich viel im Unternehmen, da mal genauer diese einzelnen Prozesse anzuschauen. Und da geht es jetzt zum Beispiel bei den Mitarbeitern Handlungsfeld ein, offen kommunizieren, ja. Die Note 1 wäre Kommunikation total. Die Wirklichkeit ist die Wirklichkeit. Gegenseitige Kritikfähigkeit. Ja. Und das ist schon interessant. Oder Mitdenker gewinnen. Ja. Note 2, 4 bis 7 Vorschläge pro Mitarbeiter und Jahr. Die Umsetzungsquote mindestens 2/3. Dann Weiterbildung fördern, ja, die Note 2, jeder Mitarbeiter gemäß seiner Stärken eingesetzt im Unternehmen, existiert ein systematisches Weiterbildungsprogramm. Da sind wir schon gut unterwegs. Verantwortung, Handlungsfeld 4, Verantwortung übertragen, ja. Die Note 4 wäre zum Beispiel, Mitarbeiter werden bei der Entscheidungsfindung punktuell hinzugezogen. Also es gibt wirklich ganz interessante Dinge und man kann dann diese Handlungsfelder durchgehen und schauen, wo man den Betrieb einschätzt und das kann man dann den Mitarbeitern geben, dem kaufmännischen Personal oder vielleicht Führungspersonal draußen, dass sie also die Firma mal einschätzen und vielleicht auch mal mit den Kunden einiges besprechen.
ich finde das Programm wirklich toll und wir haben vor ein paar Jahren den Temp Award gewonnen beim Zukunftspreis in Stuttgart, glaube ich, war man. Ja, in Stuttgart, ja. Und das war schon Begeisterung pur, dass wir das gewinnen. Und da möchte ich den möchte ich nochmal gewinnen. Also da bin ich mir ganz sicher, den holen wir uns nochmal. Also, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wenn euch der Podcast gefallen hat, Daumen hoch und vielleicht lasst doch mal einen Kommentar dann da, ob ihr den Temp Award auch gewinnen wollt oder ob ihr diese Temp-Methode mal gemacht habt. Und vielleicht lasst doch mal die Note da, wie ihr euren Betrieb einschätzt. Viele Grüße, euer Walter Stuber. Das war Mutig, anders unterwegs. Mein verrücktes Handwerkerleben. Praxistipps von und mit Walter Stuber. Mehr über den Gerüstbauer und sein Unternehmen erfahren Sie auf www.walter-stuber.de.